Die prähistorischen Ozeane waren einst mit unvorstellbaren Lebensformen gefüllt, die so monströs und brachial waren, dass so manch einer, wenn sie heute noch mit uns zusammen existieren würden, wahrscheinlich niemals auch nur einen Fuß in ihre Gewässer setzen würde. Im heutigen Video werden 8 urzeitliche Lebewesen vorgestellt, die die Gewässer damals unsicher gemacht haben. Eines der faszinierenden prähistorischen Raubtiere der Ozeane war der Basilosaurus. Obwohl sein Name aus dem Altgriechischen übersetzt König der Echsen bedeutet, gehörte dieses Tier zu einer Gattung prähistorischer Raubwale. Der Grund für seinen irreführenden Namen liegt darin, dass der Basilosaurus nach seiner ersten Entdeckung fehlklassifiziert wurde. Im Gegensatz zu seinen modernen Walnachfahren sah der Basilosaurus nämlich eher wie ein Reptil als wie ein Wal aus. Er behielt nach der Korrektur jedoch seinen ursprünglichen Namen. Nur mal so nebenbei, Tyrannosaurus Rex bedeutet ebenfalls übersetzt König der Echsen, jedoch stammt seine Übersetzung aus dem Lateinischen. Der Basilosaurus hatte zwar einen kurzen Hals, dafür aber einen sehr langen, gar schon schlangenförmigen Körper und erreichte eine Länge von 16 bis 18 Meter. Dank seiner Überreste können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieses Tier in der Lage war, Schwingungen im Wasser in Form von Geräuschen oder Bewegungen zu erfassen und zu lokalisieren, also Echoortung. Dies war eine sehr effiziente Jagdstrategie. Die Fossilien des Basilosaurus wurden in den USA, England, Ägypten, Jordanien und Pakistan gefunden. Er regierte als eines der gefürchtetsten Raubtiere der Eozän-Ära, vor etwa 35 bis 40 Millionen Jahren. Gegen die nächste Kreatur könnten sich die heutigen weißen Haie nicht einmal ansatzweise messen. Die Rede ist natürlich, wer hätte es gedacht, vom Urzeithai Megalodon, dem größten Hai der Erdgeschichte. Dieser Hai war mit einer Maximallänge von 18 bis 20 Metern etwa dreimal größer als die heutigen weißen Haie. Allein seine Rückenflosse war ungefähr 2 Meter lang, sein Schwanz von Spitze zu Spitze ungefähr 6 Meter. Seine Zähne konnten eine Länge von bis zu 18 Zentimetern erreichen. Das Gebiss bestand aus etwa 280 dieser massiven Zähne. Darüber hinaus wird geschätzt, dass sein monströses Gebiss eine Beißkraft von ungefähr 180.000 Newton erzeugen konnte. Mit solch einem Gebiss konnte er nicht nur riesige Wale problemlos erlegen, sondern so ziemlich alles, auf was er gerade Lust hatte. Megalodon lebte vor ungefähr 10 bis 2 Millionen Jahren. Man kann auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er rund um den ganzen Globus für Angst und Schrecken sorgte, da seine Zähne weltweit gefunden wurden. Dunkleosteus war ein furchterregender Riesenfisch, der in den Gewässern des devonischen Zeitalters der Paläozoikum-Ära vor etwa 360 Millionen Jahren herumstreifte. Er erreichte eine Länge von etwa 10 Metern und sein Körper war von einer Art Panzer umhüllt. Zwar hatte er keine generischen Zähne, so wie wir sie kennen, denn seine Kieferstruktur ist auf eine ganz spezielle Art und Weise aufgebaut, aber es befanden sich anstatt seiner Zähne in seinem Mund scharfe Erweiterungen seiner Knochen. Damit konnte er seine Beute wie eine Schere durch Papier sauber zerschneiden. Daher wird man sich wohl kaum wundern, wieso er zu seiner Zeit wahrscheinlich als Spitzenjäger regierte. Auf seiner Speisekarte standen wohl kleinere Artgenossen, Haie, andere Fische und eigentlich fast alles, was seine Pfade gerade unglücklicherweise gekreuzt hätte. Möglicherweise hat er auch kleinere Beute als Ganzes verschlucken können, ohne dabei sein scherenartiges Gebiss zu verwenden, was bei seiner Größe völlig zumutbar ist. Doch er verfügte auch über eine weitere effiziente Waffe, denn ähnlich wie der heutige Forellenbarsch konnte Dunkleosteus seinen Mund schnell öffnen, dann ein Vakuum erzeugen und alles wie ein schwarzes Loch aufsaugen, was sich gerade in seiner Nähe befand. Fossilien dieser Kreatur wurden in Nordamerika, Europa und Nordafrika geborgen. Der nächste Spitzenjäger trägt den Beinamen T-Rex der Ozeane, nämlich der Mosasaurus. Der Mosasaurus war wirklich ein absolutes Monstrum, denn Schätzungen zufolge konnte er eine Länge von 16 bis 18 Metern erreichen. Seine Fossilien, die das erste Mal im Jahre 1764 in der Nähe des Maasflusses gefunden wurden, setzten den Grundbaustein für die Erkenntnis eines der mächtigsten Meeresreptilien aller Zeiten. Es sei aber zu erwähnen, dass Mosasaurus ebenfalls irrtümlicherweise zuerst falsch klassifiziert wurde, nämlich als ein prähistorisches Krokodil.
Mosasaurus jagte größtenteils kleinere Beute in Küstennähe und an der Wasseroberfläche, da ihm seine Augen wahrscheinlich keine gute Sicht bieten konnten. Als seine Beutetiere kommen wahrscheinlich Haie, Fische, Tintenfische und Vögel in Frage. Zwar hatte Mosasaurus nicht so ein großes Gebiss wie Megalodon, trotzdem war seines dennoch beeindruckend. Und falls ein Biss seine Beute nicht sofort immobilisieren konnte, hatte er noch einen kräftigen Schwanz im Repertoire, welcher ihm gewaltigen Antrieb im Wasser bieten konnte, um die angeschlagene Beute nicht entkommen zu lassen. Der Mosasaurus lebte vor etwa 85 bis 65 Millionen Jahren und hat wahrscheinlich aufgrund des KPG-Massenaussterbens das Zeitliche gesegnet. Seine Fossilien wurden in Nordamerika und Westeuropa gefunden. Stell dir mal einen Skorpion vor, der um einiges größer als ein Mensch war und im Wasser lebte. Ziemlich unheimlich die Vorstellung, doch so eine Kreatur hat einst tatsächlich existiert. Jäkelopterus war mit einer Größe von etwa 3 Metern der größte bekannte Gliederfüßer der Erdgeschichte. Obwohl dieses Geschöpf, wie bereits erwähnt, stark einem Skorpion ähnelt, sind diese jedoch nicht direkt miteinander verwandt. Jäkelopterus lebte wahrscheinlich in Flüssen, Seen und im Meer. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass er sich auch auf dem Land problemlos fortbewegen konnte, ähnlich wie Krokodile. Die Fossilien dieser Kreatur, welche weltweit, aber vorwiegend in Nordamerika geborgen wurden, lassen sich jedoch nur sehr schwer präzise zurückdatieren. Schätzungen von Experten zufolge lebte er allerdings vor irgendwo zwischen 400 und 300 Millionen Jahren. Der Leviathan ist ein prähistorischer Verwandter der heutigen Pottwale. Wie auch seine Nachfahren der heutigen Zeit war auch er ein absoluter Spitzenjäger. Mit seinem Gebiss konnte er etwa 3-mal so stark wie ein Orca zubeißen. Dieses war auch etwa 3-mal so groß wie das eines Orca. Dazu kommen allerdings noch seine bis zu 30 cm langen Zähne. Wie auch andere Pottwale hatte der Leviathan ein Organ, welches ihm Echoortung ermöglichte, nämlich das Walrad, auch Spermaceti genannt. Damit konnte er selbst weit entfernte Beute im Wasser lokalisieren. Als Nahrung dienten ihm wohl hauptsächlich kleinere Wale, Haie und Tintenfische. Es ist wahrscheinlich, dass sein Jagdverhalten dem heutiger Orcas und Pottwalen stark ähnelte. Der Beute wiederholt Fleischstücke aus dem Körper abbeißen, bis diese immobilisiert ist und schließlich aufgeben muss. Auch das Jagen in Rudeln ist nicht unwahrscheinlich. Der Leviathan lebte vor etwa 13 bis 10 Millionen Jahren in der Nähe des damaligen Peru. Die nächste Kreatur erinnert stark an das legendäre Monster von Loch Ness. Die Rede ist vom Elasmosaurus. Er erreichte eine Länge von 11 bis 13 Meter. Sein Körper war auf eine einzigartige Art und Weise aufgebaut. Ein riesiger Hals, 4 paddelförmige Gliedmaßen und ein verhältnismäßig kleiner Kopf. Damit war er ausgezeichnet auf das Jagen von kleineren Beutetieren im Wasser ausgelegt. Denn dank seinem langen Hals konnte er effizient an Ausdauer beim Jagen sparen. Auf seiner Speisekarte standen höchstwahrscheinlich fast ausschließlich Fische. Leider ist jedoch nur sehr wenig über dieses Geschöpf bekannt, da nur eine geringe Anzahl Überreste bisher geborgen wurden. Was Forscher allerdings sagen können ist, dass der Elasmosaurus vor etwa 70 Millionen Jahren ausgestorben ist und im damaligen Nordamerika lebte. Kommen wir nun zum letzten prähistorischen Meeresbewohner dieser Liste, und zwar zum Cameroceras, auch Riesenotoconus genannt. Sein Name bedeutet übersetzt Kammerhorn und er gehört zu den größten bisher entdeckten Kopffüßern aller Zeiten. Er erreichte eine Länge von etwa 10 Metern. Der obere Teil seines Körpers war von einer riesigen Schale geschützt, während seine Tentakeln, sein Mund sowie seine Augen nicht bedeckt waren. Das Jagdverhalten ähnelte wahrscheinlich stark dem heutigen Riesenkalmar. Die Beute mit seinen, wenn auch kürzeren, Tentakeln packen und sie dann in seine Mundöffnung einführen. Seine Beißkraft hat vermutlich auch ausgereicht, um selbst harte Schalentiere zu verstückeln. Die Existenz dieser faszinierenden Kreatur kann auf etwa 470 bis 440 Millionen Jahre zurückdatiert werden. Seine Fossilien wurden in Nordamerika, Europa sowie China geborgen. Wie würden unsere heutigen Ozeane wohl aussehen, wären all diese brachialen Geschöpfe der Urzeit nicht ausgestorben? Könnten wir überhaupt zusammen mit solchen Lebewesen koexistieren? Heute können wir uns in den meisten Gewässern sicher fühlen. Doch stell dir mal beispielsweise vor, der Mosasaurus würde an den Küsten der heutigen Weltmeere verweilen. Da würde es sich wohl jeder dreimal überlegen, ob er auf seinen Surfnachmittag am Strand nicht doch lieber verzichten sollte.
Wer weiß, vielleicht hat die Evolution für uns noch ein paar Überraschungen parat. Und es werden sich in Zukunft neue monströse Geschöpfe hervorheben, die selbst Lebewesen wie den Mosasaurus alt aussehen lassen könnten. Solltest du an weiteren spannenden Videos zum Thema Urzeit interessiert sein, so kannst du hier die komplette Playlist aufrufen. Videoideen sind in den Kommentaren auch willkommen. Du kannst doch gerne diesen Kanal abonnieren, falls du in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest.